Hallo, ich bin die Sabine von Rollersack und erzähle euch jetzt gleich mal was. Ihr seid jetzt live dabei, wie Christian zum ersten Mal einen Rollersack packt. Nimmt er erstmal die Taschen raus innen und dann kann er in die Taschen reinschauen und findet dort einen Zettel, welche Tasche welche ist. Die sind halt alle ein kleines bisschen unterschiedlich groß, was damit zu tun hat, dass der Sack auch etwas asymmetrisch natürlich auf einem Schaltroller mit Bremse sitzt. Bei einer GTS kann man den natürlich mittiger anbringen. Da gibt es so Klettaufnahmen. So, Christian, jetzt hast du ja schon alle deine Taschen am Sack angebracht. Und jetzt könntest du als erstes, wir haben ja jetzt hier alles Mögliche, Schlafsack, ein Zelt. Und dann kann man das Ganze ein bisschen in Form ziehen. Der Deckel hat hier übrigens noch ganz viele Laschen, da könntet ihr bei Bedarf dran befestigen. Ja, und die Seitentaschen, die kann man dann befüllen mit dem, was man sonst so noch in so einem Täschchen hätte. Jetzt muss sie hier so ein bisschen zusammenklappen und dann kann man die Tasche super rollen, dann kommt fast gar kein Wasser mehr rein. Gibt es ja hier noch zwei so hübsche Schlaufen, die sind für den Gepäckhaken. Das ist auch so ein bisschen asymmetrisch, das wird dann oben und unten in den Gepäckhaken hinterher eingehängt. Dann fahren wir jetzt zum Atze. Ja, ich habe von dieser Tasche gehört und jetzt bin ich total gespannt, wie die Tasche aussieht und wie sie leer aussieht, was alles reinpasst und vor allem, ob man da nachher auch fahren kann, und bin ich gespannt. Ja, also ich muss auf jeden Fall mal sagen, auf den ersten Blick habe ich gesagt, das ist doch alles nur ein ganz normaler Rucksack hier und Leute fahren irgendwie los und stopfen sich den Rucksack zwischen die Beine. Aber auf den zweiten Blick muss ich mal sagen, erstmal das Allerwichtigste, ich kann ganz entspannt meine Bremse treten. So, das ist ja schon mal cool, weil ich finde es immer total gefährlich und auch ein bisschen verpeilt, auf lange Touren zu gehen und man kann die Bremse nicht treten. Dann muss ich das gar nicht irgendwie wie mit dem Rucksack irgendwie mit den Knien festhalten. Ich habe hier vorne so einen Clips, total entspannt, dann kann ich das hier vorne einfach um das das Steuerrohr machen und kann das hier vorne einfach festziehen, dann ist das vorne fest und dann geilerweise hier unten kann man das Ganze auch noch am Gepäckhaken festmachen. Ich meine, was will man mehr? Und dann habe ich gedacht, hier irgendwie so eine Tasche, was mag da wohl reingehen? Jetzt kann man den hier mal so rausklipsen. Und wenn ich den jetzt einfach mal aufmache, also alles sicher, hier die Schnüre, die fliegen nicht irgendwie hinten im Polrad rum oder die nerven irgendwie beim Fahren. Wenn ich jetzt hier mal so reingreife, da sind irgendwie riesen Sachen drin. Ich meine, ich kann hier zum Beispiel, hier ist das Zelt drin. So, dann habe ich jetzt hier eine Isomatte, die ist da drin. Und hier unten habe ich auch noch den Schlafsack, der ist da drin. Und natürlich nicht alles in ein Fach und man zieht was raus und chaotisch fällt alles daneben. Nein, wie geil ist denn das? Hier sind überall noch reingeklipste Taschen. Alle kann man hier, kann man die Sachen, die man eben mal in der Pause braucht und so. Oder auch den kleinen Gaskocher, den man braucht oder sowas. Ist ja wohl mega perfekt, das Teil. Und vor allem kann man wirklich entspannt hier so sitzen und einfach weiter cruisen. Nicht fett ist ein Gepäckträger vorne oder hinten, mal eben das Ding drauf und los geht's. Sehr cooles Teil, auf jeden Fall.